Servus am Friday, GSP Airsoft und heute mal eine kleine andere Schiene. Ich hatte ja die Tour mit Rippercon und viele haben gefragt, was ich alles so mitnehme. Und wir fangen heute an mit einem, nicht dem Rucksack, aber mit einem Inhalt. Und zwar hat Begardi was Neues rausgebracht. Und zwar ist es der BX Frontier One Poncho Liner. Und was das genau ist, schauen wir uns nach dem Intro an. Kommen wir also nun zum BX Frontier One Poncho Liner. Wir sehen als erstes das geringe Packmaß. Und zum geringen Packmaß kommt geringes Gewicht. Das Teil wiegt nicht mal ein Kilo, 995 Gramm. Ist also für mich schon mal ideale Optionen, um es in meinen Daybag zu packen. Sprich, ich habe genug Platz für Wechselklamotten und Zeug, was ich brauche, um 3, 4, 5, 6 Tage draußen überleben zu können. Was ist der Anwendungsbereich von dem Poncho Liner? Die Entwickler haben ein bisschen mitgedacht und das Teil kann nicht nur als Poncho-Liner dienen, sondern als Sommerschlafsack, als Decke und so weiter. Aber erstmal packen wir die Geschichte aus. Ganz einfache Geschichte, es ist ein Kompressionssack. Wir müssen lediglich die Clips öffnen und den Sack natürlich oben auch. Alles ist sehr wasserabweisend, das ist natürlich wichtig. Und wir entnehmen den Poncho. Der Poncho kommt in der Farbe Oliv. Schauen wir uns erstmal das Material an. Es wurde 30D Nylon Ripstop verwendet, sprich es ist schon mal sehr reißfest. Der Poncho ist bei mir ungefähr seit einem Monat fast in wöchentlicher Benutzung, wenn ich mal auf eine kleine Tour gehe. Des Weiteren habe ich auf den Airsoft Days damit auf dem blanken Boden geschlafen und jetzt kommt das Überraschende, es hat wirklich gereicht. Des Weiteren ist hier als Füllmaterial Primaloft. Anders als Daunen hält Primaloft auch bei Feuchtigkeit die Leistung bis zu 95%. Das sind natürlich irgendwelche Prozentangaben, aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass bei Nässe wirklich eine gute wärmeisolierende Schicht da ist. In meinem Anwendungsbereich dient das als Schlafsack und als, ich sag mal, Hängematte. Zu dem Anwendungsbereich kommen wir gleich. Ich habe euch ja erzählt und ihr seht es auch, der Poncho kommt in Oliv. Aber hier wurde wieder mitgedacht, auf der Innenseite haben wir Signalfarbe. Und zwar orange und das Teil knallt wirklich rein, man sieht es aus einer sehr großen Entfernung. Und da wurde natürlich mitgedacht, den Poncho kann man eben, wenn man in Not ist oder sonst wo irgendwas signalisieren möchte, aufhängen. Aber nun zu den verschiedenen Anwendungsbereichen. Anwendungsbereich 1, der klassische Poncho. Hier oben am Poncho-Liner ist eine Öffnung, da schlupft ihr mit eurem Kopf durch, werft euch das Teil über und ihr habt einen Poncho. Der Poncho hat folgende Funktion, euch vor Erfrierung zu schützen. Und natürlich vor Nässe. Es ist jetzt hier nicht der übelste Regenmantel, aber auf jeden Fall wasserabweisend. Wie gesagt, das ist der Poncho auch schon. Einzig, was man sehen kann, ist, dass halt eben der orangene, das Warnsignal leicht durchschimmern kann. Kann man aber verhindern, wenn man sich das Teil entweder besser um den Bauch per Gürtel bindet oder eben darauf achtet, wie man sich es überwirft. Des Weiteren hat der Poncho eine Kapuze. Und ihr habt die Möglichkeit, den Reißverschluss bis oben hin zuzuziehen. Nächster Anwendungsbereich, Decke. Das sieht ziemlich entspannt aus und weich auch, ist es auch. Einfache Möglichkeit, eben es wie als Decke zu benutzen. Entweder ihr wickelt euch leicht damit ein oder ihr seid ein bisschen weniger empfindlich und könnt euch eine Isomatte oder sonst irgendwas drunter legen und werft euch das als Decke einfach drüber. Das Teil ist super. Nächste Option, nächster Anwendungsbereich, ebenfalls sehr bequem, genau nach meinem Geschmack, Schlafsack. Dazu einfach das Ende mit der passenden Vorrichtung zuziehen. Unten verschlossen. Ihr legt euch rein in die Geschichte. Zieht den Schlafsack zu. Und könnt drin verweilen. Wie gesagt, das reicht aus. So habe ich auch schon teilweise übernachtet. Ich kann euch aber auf jeden Fall empfehlen, es nicht ganz so spärlich zu halten, euch auf jeden Fall irgendwas unterzulegen, eine leichte Isomatte oder so eine olive Luftmatratze und dann vielleicht am besten noch ein Tarp. Das zeigt eben, wie die Entwickler mit der Kordel zum Zuziehen mitgedacht haben, um eben einen schönen Schlafsack draus zu basteln. So, und die nächste Anwendungsmöglichkeit, das ist natürlich wieder mein Favorit, das ist hier Bequemlichkeit pur, ist die Hängematte-Variante. Wir haben an den Enden Ösen, die binden wir um den Baum und ziehen das Gurtzeug zu.
sodass es ein geschlossenes System ist. Und oben haben wir ein Reißverschlusssystem und können es praktisch zuschließen, sodass wir diverses Material und so weiter entweder verstauen bzw. uns selbst darin auch verstauen. Das Teil hält warm und das ist meine vorgeschlagene Variante, denn somit sind wir nicht auf dem Boden, weg vom Boden und praktisch in Sicherheit. Jetzt natürlich Ideallösung, man spannt einen Tarp drüber oder man nimmt noch eine Schicht um diesen Poncho und dann ist man halt wirklich safe. Wir haben das selbst auch schon getestet, als ich den Poncho bekommen habe, bin ich raus und habe mich einfach mal hingelegt, habe eine kleine Hängematte gebaut. Des Weiteren war ich mit einem Mitarbeiter ebenfalls unterwegs und wir haben das Tarp und den Poncho getestet in der Hängematte-Variante und so weiter. Also deswegen kann ich euch sagen, das Teil ist auf jeden Fall zu empfehlen im Allround-Paket. Ihr müsst natürlich achten, dass ihr das auch richtig aufbaut und die richtigen Seile verwendet. Aber ansonsten seid ihr damit safe. Kommen wir also abschließend zum Fazit des Frontier One Primaloft Poncho Liner. Ich kann euch das Teil wärmstens empfehlen. Warum? Materialien top, Funktionalität top und man hat einfach ein All-in-One-Paket. Leichte Decke, Schlafsack, Poncho Liner. Lediglich ihr da draußen seid beschränkt in der Kreativität, was man damit machen kann. Wie gesagt, ich habe den Poncho selber getestet, selber in Benutzung. Mir gefällt er sehr. Ich bin ein großer Fan von leichtem sommerlichen Gepäck. Top und das Teil wird weiterhin eingepackt. Mich interessiert, wie ihr zu Survival-Touren, zu Geländetouren generell steht. Ich habe gedacht, ich mache mal eine kleine Videoreihe darüber und fange mit diesem Frontier One Poncho Liner einfach mal an. Schreibt es in die Kommentare, wie oft ihr mal rausgeht, wenn ihr überhaupt rausgeht. Was nehmt ihr mit? Wie steht ihr zu Schlafsäcken? Was ist euch wichtig? Das sind viele Sachen, also ab in die Kommentare damit, so wie alle verwendeten Produkte. Und damit melde ich mich ab, Friday, GSP Airsoft. 15 und 20 Meter mit 0,25er Green Bio-BBs.